gerade von der Mieterversammlung der Sozialmieterinnen und Sozialmieter am Mariannenplatz. Die Mieterinnen und Mieter dort kämpfen schon seit Wochen für eine Rücknahme der drastischen Mieterhöhungen der DGWO für die Sozialwohnungen dort. Die Mieterinnen und Mieter haben schon einen ersten kleinen Erfolg erzielt, haben eine Reduzierung der Mieterhöhung auf 8% oder eine Deckelung auf 30 Euro durchsetzen können. Uns als Linke ist das zu wenig. Wir werden gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern weiter dafür kämpfen, dass die Mieterhöhungen in den Sozialwohnungen dort am Mariannenplatz und anderswo komplett zurückgenommen werden, mindestens aber auf 2% gedeckelt werden. Dafür werden wir uns auch in den kommenden Wochen gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern einsetzen.